Meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Oskar am Freitag TV. Heute ist Montag, der 17. April. Und wie Sie sehen, sind wir in einer großen Gruppe von Frauen und Männern und Blumen und Kindern im Hintergrund. Wir sind bei Liora hier heute zu Gast, weil es was zu berichten gibt, was zwar schon öfter mal stattgefunden hat, nämlich eine Unterstützung für Liora, aber jetzt nochmal einen ganz besonderen Touch gekriegt hat. Das wiederum hat was damit zu tun. Ich stelle Ihnen übrigens dann so nach und nach die Gesprächspartner vor, damit ich mich wieder an die Namen erinnere. Das hat wieder was mit dem Ehepaar Hein zu tun. Es hieße in Gotha eigentlich Eulen nach Athen tragen, wenn man sich darüber unterhalten müsste, was die Familie Hein für eine Funktion oder welche Aufgabe und welchen Stand sie hier in der Stadt Gotha hat und in der Umgebung. Herr Hein, vielleicht können Sie ganz kurz mal erzählen, was ist denn nun eigentlich der Hintergrund, dass Sie obendrein noch mit Blumen kommen? Ja, wir haben letztes Jahr goldene Hochzeit gehabt, meine Frau natürlich und ich vielleicht auch. Und wir haben uns einfach überlegt, wir haben einen sehr großen Freundeskreis, wir haben als erstes in der Familie gefeiert, die goldene Hochzeit, und dann haben wir nochmal gefeiert mit ihren Innerwil-Freundinnen und haben in die Einladung reingeschrieben, wir bitten von Geschenken Abstand zu nehmen und wer trotzdem was geben möchte, soll doch bitte einen Obolus in einen Briefumschlag tun, den würden wir gerne dem Liora-Club übergeben wollen. Und das geschieht heute hier an dieser Stelle. Und meine Frau hat auch noch 70. Geburtstag und das haben wir alles in einen Topf geschmissen und die Freundinnen haben sich damals sehr gefreut und wir freuen uns heute, dass wir die Spende übergeben können. Nun ist es ja so, dass Sie nicht das erste Mal hier Unterstützung gewähren, also sowohl die Familie Hein als auch der Inner Circle Club aus Erfurt. Den allerdings müssten Sie uns jetzt mal vorstellen, denn nicht alle durften wissen, was das ist. Frau Hein. Das ist der Innerwil Club Erfurt-Gotha und der besteht aus Frauen, die sich unter freundschaftlichen Beziehungen befinden, beziehungsweise fast zweimal im einmal im Monat sich treffen und sind so circa 35 Personen und das ist das innere Rad der Rotarier. Das hätte ich jetzt gefragt, also die schönere und klügere Hälfte der Rotarier. Da gibt es ja auch eine Geschichte, das ist ja entstanden dadurch, dass im Zweiten Weltkrieg die Rotarier, also die Männer, die ja sonst nur rein im Rotarier-Club sind, ihre Aufgabe der Unterstützung nicht mehr machen konnten. Und deshalb haben sich die Frauen gefunden. Und das ist die Idee, oder? Ja, das ist die Idee. Und vor allen Dingen sozial weiter tätig zu sein, was die Männer vorher getan haben. Wenn ich es recht erinnere, ist es so, dass diese Unterstützung vom Innerwil-Club tatsächlich schon viel länger da ist, oder? Die ist schon sehr lange da, ja. Und wurde in England gegründet. Wann ist denn die Entscheidung gefällt worden, dass man sagt, wir bringen das Geld hierher? Ist die Absprache schon getroffen worden? Wissen Sie, was aus dem Geld dann oder mit dem Geld dann wieder umgegangen wird? Wir haben diese Entscheidung, bevor wir die Einladung verschickt haben, haben wir das schon reingeschrieben, weil wir uns schon unbedingt klar waren, dass wir die Spende in Gotha lassen. Es gibt ja so genug Leute, die darauf angewiesen sind. Und ich finde das eine sehr gute Idee, dass Kinder und Erwachsene hier betreut werden und die sich auch wohlfühlen, wenn man sieht, wenn man in die Runde schaut hier. Wer kriegt denn jetzt nun eigentlich von den Damen, die hier stehen, den Blumenstrauß und den Scheck? Ich würde das sehr gerne der Frau Herbstschucht, der Chefin, übergeben wollen. Dann trete ich mal einen Schritt zurück. Dass Sie ein Schrittchen zurück, genau. Frau Herbstschucht, wir sind stolz, dass wir hier sein dürfen und wir unterstützen Sie auch gerne weiterhin. Vielen lieben Dank. Bitte sehr. Dankeschön. Dann dürfen wir natürlich auch mal kurz den Frau Herzschuch, gibt es denn schon ganz konkrete Pläne oder ist das Geld generell für die Projekte gedacht, die Sie machen? Also ich denke, dass wir diese 700 Euro, worüber wir uns sehr freuen, für die täglichen Dinge benötigen werden, wie Lebensmittel, wie Strom, Nebenkosten. Also dafür werden wir es gut gebrauchen. Ich glaube, das ist dann auch sehr gut angelegt. Auf alle Fälle. Gut. Dankeschön. Können wir auch nur sagen im Namen der Zuschauerinnen und Zuschauer von Oskar am Freitag TV, meine Damen und Herren, eine Sache, die man unterstützen kann. Dankeschön. Dankeschön.